Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen wieder zurück zu TerraTech. In der letzten Folge haben wir unser Auto ein bisschen upgradet und so einen Drohnenboss platt gemacht. Und jetzt bringe ich einfach mal diesen Fabrikator nach Hause, damit mir hier direkt mal die nächste Quest angehängt wird. So, wohin? Du brauchst Strom, sagst du. Ja, gut. Ich sehe gerade das Problem. Das Problem ist folgendermaßen. Ich habe hier einen Generator, den ich erstmal hier anschließen muss, damit hier was läuft. Und dann schließe ich das Teil hier auch noch an, wenn es sich dann gerne mal anschließen lassen würde. Oder verlangst du unbedingt, dass ich dich hier anschließe? Attach Convoyer Fabrikator. What? Fahren wir mal schnell hin, was du von mir will. Klar, an sich würde ich jetzt gerne nochmal eine Runde farmen, aus dem einfachen Grund, damit wir da ein bisschen Geld rankommen, aber nee, tagsüber nicht. Das machen wir dann, wenn es ein bisschen dunkel wird. Jetzt hänge ich schon wieder auf. Da nochmal Vollgas hier hoch. Ja, irgendwie beneide ich diese supermobilen Gerätschaften hier, die sich auch so bereitwillig zusammenschießen lassen. Einfach mal alles aufgepackt. Ist nicht mehr übrig geblieben. Gut, die Warnleuchten können wir mitnehmen. Denn wenn es dunkel wird, dann sehen wir sofort, hoppala, es ist dunkel. Wer hätte das gedacht? Und ja, da fehlt mir ein Block. Dementsprechend hänge ich dich mal hier hin. Komm schon. Wird echt Zeit, dass ich mir da so ein Geokorb-Dingsgerät zusammenbastle. Ja, nein. Ja. Nein. Na komm schon, da kommen wir doch wohl hoch, oder? Nee, ich muss erstmal in den Rückwärtsgang. Naja, zumindest hat die Verlängerung bewirkt, dass wir ein bisschen besser steuern können, beziehungsweise da nicht sofort direkt überall aufliegen, sagte er und blieb hängen. Da komm schon runter, ab in die Wüste. So. Diesen Winkel werden wir aber schaffen. Sehr schön. So, was willst du jetzt von mir? Was bist denn du? Eine Radnabe. Vielleicht können wir damit den Radstand ein bisschen breiter stellen. Probiere ich mal direkt aus. Ja, das würde sogar gehen. Ob das jetzt aber auch so gut ist, weiß ich pauschal nicht. Dann mit Vollgas hier hoch. Komm schon. Ja, wenn das kleinste Hindernis unüberwindbar wird, was macht man dann? Den Radstand noch ein bisschen weiter verbreitern. Weiß ja nicht. Oder hier ein bisschen schräg auffahren und so hoch. Ah, du willst von mir, dass ich hier die ganzen Förderbänder einsammle. Oh, da habe ich ja beinahe was übersehen. Gut, dass es noch nicht despawned ist. Du kommst mal hier hoch. Du lässt dich da jetzt ernsthaft nicht dran montieren wegen der Kugel, weil die keinen Spot nach oben hat, oder was? Ah, geht doch. Man muss dich nur zwingen. Das Kanönchen können wir hier auch mal mitnehmen. Ich hätte gerne mehr Förderbänder. Hm.
Da staunst du, was? Was bist du für einer? Du bist ein Generator oder sowas in der Art. Noch so eine Radnabel. Machen wir jetzt doch mal so rum. Nein, dich wollte ich da nicht entfernen. Aber das sieht doch wesentlich cooler aus, oder? Vielleicht sollten wir uns mehr solcher Radnaben organisieren. Fahren wir mal kurz zum Shop. Oder wir schlachten diese Basen hier aus, die wir vorhin übernommen haben. Da gibt es ja auch noch ein paar... Na ja, komm schon. Da gibt es auch ein paar Förderbänder. Wie kommen wir da hoch? Weißt du, dass ich da keine Ahnung habe? Fahren wir mal so und so. Na, ein bisschen schräger. Na komm. Das kriegen wir hin. So, erstmal Vollgas und dann nach links einscheren und dann rutschen wir nicht runter. Ja, geht doch. Nur noch ein paar Zentimeter, dann sind wir wieder in der Wüste. In der Wüste kommst du klar. Sehr schön. So, dann heißt es jetzt erstmal Basen ausschlachten. Ich brauche ja definitiv mehr Förderbänder. Schade, dass man keine mobile Basis bauen kann, also dass man auf sein Gefährt irgendwie so ein Auto hinbekommt, das da die ganze Zeit am Rumfahren ist. Naja, halb so wild. Will ich diese Kugel hier mitnehmen? Kann man ja eigentlich machen. Da haben wir hinten auch mal wieder ein Schild. Oh, ich glaube... Oh, du bist eine mobile Lieferungskanone. Die brauchen wir, wenn wir... Moment mal kurz. Dieses Gerät hier aufstellen. Weil das hier ist nämlich auch eine Art Shop. Und ich habe das ungute Gefühl, dass wenn ich das da so dran klicke... So dran... Komm schon, wir kaufen uns mal irgendwas Billiges. Gibt ja auch ein paar Sachen, die nichts kosten, wie zum Beispiel das Cockpit, oder? Bist du immer noch kostenlos? Genau. Diese Kombination brauchen wir. Damit wird unsere Base OP. Sehr schön. Und die Ersatzkabine nehmen wir auch mal mit. Wenn wir schon mal hier sind, können wir uns mal direkt aufladen lassen. Und nehmen... So viele Förderbänder hast du gar nicht. Du hast ein ganzes. Finde ich nicht gut. Nein, überhaupt nicht. Na dann, weiter geht's. Wieder Richtung Heimat. Dann können wir wenigstens eine Kleinigkeit schaffen. Jo, das zieht sich alles ein bisschen, aber macht ja nichts. Das gehört ja alles zum Spiel dazu. Boah. Natürlich, Dröhnchen. Was hast du schon wieder vor? Fährst du ein bisschen doof in der Gegend rum? Naja, erstmal einen Rückwärtsgang einlegen. Was machst du denn hier? Oh, meine Drohne verteidigt hier. Meine Drohnen verteidigen mich. Nee, nee, nee. Moment mal kurz. Lass mich mal beiseite. Ich muss mal zum Wireless Charger hier. Gut. Dröhnchen, fass. Naja, du musst nicht fassen, wenn du nicht willst. So. Dann bräuchte ich hier erst einmal... was will ich denn hier überhaupt? Wow, 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 wow. Hallo? Geht's noch? Ich häng fest! Nein!
Ich glaube, du bist verrückt geworden. Gut gemacht, Drohne. Ich glaube, wir können hier definitiv mal eine Schildblase hinhängen. Und irgendwie so eine Reparaturblase auch. Ich habe hier irgendwie das ungute Gefühl, dass hier alles zerschossen wurde. Egal. Na komm, dich platzieren wir hier auch mal irgendwie so. Dann haben wir dich hier als Ersatz. Unsere Lieferungskanone basteln wir auch mal direkt zusammen. Na komm. Ich glaube, das ist so nicht ganz richtig. So ist doch ein bisschen besser. Wo ist das große Gerät, das wir gesammelt haben? So, die ganzen Bänder müssen wir da irgendwie montieren. Das Rad hier behalte ich. Ich glaube, die haben hier einfach meine Drohne zerstört. Tatsache. Oh, oh, oh. Nun gut. Ersatzreifen. Hoppala. Und zusätzliche Feuerkraft. Na komm, dich bauen wir mal kurzerhand irgendwie an die Basis ran. Du bekommst... Nee, du bekommst nichts. Nee, ich glaube, das ist gerade vom Gegner übrig geblieben, der da 1000 Einzelteile zerlegt worden ist. Also hier haben wir mal unseren Gerät. Bräuchte ich hier irgendwie so ein Förderband? Wie das Ganze funktionieren wird, weiß ich jetzt pauschal auch nicht. Aber ich bin da guter Dinge. Erstmal ein bisschen Gewicht loswerden. Na komm. Gleich haben wir's. Und es wird anscheinend wieder dunkel, wie es aussieht. Zumindest haben hier die ganzen Solargeneratoren die Arbeit eingestellt. Hier können wir mal die Richtung umändern. Dann hängen wir dich da mal dran. Und da wir gerade noch ein bisschen Zeit haben, gehen wir noch mal ein bisschen farmen. Wo hänge ich wieder fest? Juhu! So, jetzt fahren wir die ganzen Drohnen wieder hinterher, schätze ich mal. Hoppala, hoppa, hoppa, hoppa! Hörst du mal auf damit? Hallo! Was stimmt nicht mit dir? Nee, nee, nee. Drohnen, verstehst du? Ich meine... Vehikel. Die einfach so von Geisteshand fliegen. Hier nochmal einen Rückwärtsgang einlegen. Gut. Dann geben wir hier nochmal ein bisschen Gas. Und sammeln das ganze Holz hier ein. Ja, da fahre ich jetzt einfach mal durch. Und nehme so viel, wie ich brauchen kann. Naja, anscheinend nicht genug. Einmal hochgeschwoben? Hochgeschwoben vor allem. Oh yeah, ich bin der Master des Deutsch. Wow! Wie komme ich da jetzt mal ran? So, was wird jetzt hier fabriziert? Nee, du sammelst das Ding nur. Und verkaufst es. Ah, hier ist mein Fabrikator. Verstehe. Moment mal kurz, ich möchte da nicht alles verkaufen. Ein bisschen möchte ich noch rumexperimentieren. Und damit sind die Batterien aufgebraucht.
So, du kommst mal hier rüber. Ich frage mich, wie lange es dauern könnte, bis hier alles vollautomatisch läuft. Ach so, hier. Gehst du mal hier rauf? Dann schauen wir mal, was aus dir passiert. Nee, ich glaube, Rohmaterial geht da nicht. Aber ich dachte, du wärst ein Fabrikator oder sowas. Nee, Moment, ich brauche erstmal eine Raffinerie. Was ja du wärst. Genau. Dann muss ich dich mal fabrikieren. Fabrikieren vor allem, ne? Was für ein Wort. Und dann kommt aus dir irgendwas ganz was anderes heraus. Dich kann ich hier nicht verwenden? Nö. Hab ich da noch so einen Stein rumliegen? Moment mal kurz. Das machen wir mal kurzerhand so. Und so. Du kommst hier mal auf die Ersatzbank. Was kommt aus dir heraus? Wie es aussieht, gar nichts, oder? Ach, oder brauchst du noch Strom? Nee, Strom müsstest du ja haben. Hier wird ja genug hin und her geladen. Das ist alles so kompliziert. Ich glaube, es wäre deutlich einfacher. Nee, ich glaube, von deutlich einfacher muss ich jetzt gar nicht reden. Das Einzige, was ich jetzt wirklich machen werde, ist, wir werden einfach nur ein bisschen farmen, hin und wieder. Und es einfach direkt verkaufen. Und wenn wir was brauchen, dann kaufen wir es einfach, um was herzustellen. Brauchst du nicht wirklich. Dementsprechend schaue ich mal, dass ich das ganze Zeug hier irgendwie bei unserer Ding abgebe. Unserer Verkaufskanone. Natürlich steht da wieder ein fettes Auto davor. Das hat da nämlich gar nichts verloren. Was ich aber machen könnte, wäre erstmal diese ganzen Blöcke hier irgendwie zwischenzuspeichern. Damit die nicht verloren gehen. Weil die sind schon cool. Die werden wir oder früher später alle gebrauchen. Ja gut. Da wird's verkauft. Weiß zwar nicht, wie das geht, aber es geht irgendwie. So ist auch fein. Da kommt wieder ein bisschen Geld rein. Und ich würde mich dann... Naja, was würde ich mich... Naja, ich würde mal sagen, das war's jetzt mit dieser Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Ich wünsche noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.